Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge Kochen mit Marco hier bei uns im D-Werk. Heute Ausgabe 6 und heute nicht mit einem klassischen Kochrezept in dem eigentlichen Sinne. Nein, heute gibt es mal ein leckeres Dessert. Denn mich haben ein paar Kommentare erreicht, Zuschauer haben gefragt, vielen Dank dafür, kann man sich eigentlich auch Rezepte wünschen? Dürft ihr natürlich immer gerne Kommentare schreiben und Nachrichten. Und dieses Mal gibt's ein Dessert. Das hattet ihr euch gewünscht. Wir machen natürlich eins. Einen echten Klassiker gibt's heute. Leckeres, selbstgemachtes Mousse au Chocolat. Oder eigentlich die Mousse au Chocolat, oder? Die Mousse, der Mousse, das Mousse? Keine Ahnung. Das hier braucht ihr auf jeden Fall. Das sind die Zutaten. Überraschend wenig, finde ich wieder mal. Ein relativ simples Rezept, wenn man eigentlich so will. Ihr braucht für die Portion für zwei Leute zwei Eier. Schon nach Eigelb und Eiweiß getrennt. Ihr braucht Schokolade. Wichtig ist, nehmt wirklich eine leckere, hochwertige, gute Schokolade. Das muss eine Schokolade sein, relativ dunkle und mit einem hohen Kakaoanteil. Mindestens 70% würde ich sagen. Die hier hat genau 70%. Ich habe die einzelnen Stücken mal umgedreht, denn da ist das Logo so eingestanzt. Nicht, dass wir hier Schleichwerbung machen. Ist ein kleines bisschen bitter natürlich die Schokolade, sehr intensiv. Macht aber nichts, weil wir tun natürlich nachher auch noch ein bisschen Zucker dazu. Also insgesamt wird es dann auch doch wieder ein bisschen süßer. Wir haben noch ein bisschen Butter und Sahne, ganz normale Schlagsahne, die wir gleich aufschlagen. Das ist es eigentlich schon. Dann ungefähr 300 Schüsseln und ein Wasserbad und natürlich ein Rührgerät. Das hier ist das allerbeste Modell der Welt und zwar ist das Omas oder sogar Uromas Rührgerät, mindestens 40 Jahre alt. Das beste Rührgerät aller Zeiten hat nur ein Problem, das rührt los, sobald ich den Stecker in die Steckdose packe. Der Schalter ist kaputt. Lass uns anfangen mit dem ersten Schritt und das ist das Eiweiß, würde ich sagen. Rein damit. Wie gesagt, Eiweiß von zwei Eiern. So, jetzt wird's spannend. Ich tauche mal eben hier an den Tisch und hole mir mal meine Steckerleiste. Bleib da. So, der kritische Moment. Kreuzgriff, Rührgerät in die Schüssel. Das ist gut, dass du das gerade in der Totalen zeigst. Ich könnte es natürlich auch andersrum machen, aber wie gesagt, es geht los, sobald der Stecker drin ist. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Wird richtig schön schaumig. Ruhig ein bisschen mehr und länger, als man eigentlich denkt. Denn das stellen wir jetzt ja gleich erstmal beiseite. Nicht, dass euch das dann wieder zusammenfällt. So, das ist unser Eischnee. Fertig. Schön steif geschlagen, da kann jetzt nichts mehr schief gehen, das stellen wir uns beiseite, nehmen uns die nächste Schüssel und kümmern uns um die Sahne. Wie gesagt, das hier sind Mengenangaben für zwei Portionen. Ich schreibe euch das natürlich nachher wie gewohnt wieder unter das Video. Das sind jetzt etwa 100 Milliliter Sahne, ein kleines bisschen mehr. So, nächste Schüssel. Das ist die Schüssel, in der nachher auch das fertige Dessert sein wird. Das muss auch noch ein paar Stunden in den Kühlschrank, dazu gleich mehr. Also sucht euch eine Schüssel aus, die dann für das fertige Dessert bestimmt ist. Das ist bei mir jetzt dieses Glasschälchen hier. Ich habe da jetzt zwei Eigelbs drin, wie Herr Bernd Knauer sagt. Und ein kleines bisschen heißes Wasser oder warmes Wasser. Oha, das geht wieder voll los hier. Das werden wir jetzt so ein bisschen cremig aufschlagen einfach. Das Eigelb ist jetzt schön cremig aufgeschlagen, wie gesagt, mit einem ganz kleinen bisschen warm oder heißem Wasser. Es geht noch weiter und zwar rühren wir da jetzt den Zucker ein. Am besten nicht gleich alles auf einmal, sondern so ein bisschen nach und nach. So, das reicht aber.
Ja, das ist jetzt eins von den Videos, bei denen es ein bisschen kühler ist im Studio, weil wir weder frittieren noch kochen. Jetzt kommt auch schon der letzte Schritt, und zwar schmelzen wir jetzt unsere Schokolade mit einem kleinen bisschen Butter. Wichtig ist, ich habe hier ein Wasserbad aufgebaut. Das heißt also, der Topf, in dem geschmolzen wird, schwebt quasi hier in dem anderen Topf, und unten in dem schwarzen Topf ist ein kleines bisschen Wasser. Wichtig ist halt, dass der innere Topf einfach nicht zu heiß wird und gerade nur so eben und eben auf Temperatur kommt, damit die Schokolade nicht irgendwie ansetzt am Boden und anbrennt, sondern wirklich nur eben langsam vorsichtig schmilzt. Deswegen gebe ich hier jetzt auch nicht so viel Temperatur drauf. So, jetzt haben wir noch ein kleines Stück Schokolade hier, was noch nicht ganz geschmolzen ist. Das dauert aber auch nicht mehr lange. So, boah, ist das großartig. So, jetzt können wir das Ganze schon zusammenfügen. Nächster Schritt, die Eizuckermasse. Da kommt jetzt die Schokolade langsam nach und nach rein. Passt auf, der Topf ist natürlich noch nass, nicht, dass da alles reintropft. Und dann einfach nach und nach die Schokolade hier so ein bisschen unterrühren. Das hier auf jeden Fall ganz wichtig, nicht mehr mit dem elektrischen Mixer machen, mit dieser Küchenmaschine. Die hat nämlich dafür ein bisschen zu viel Power, ehrlich gesagt. Und ihr wollt ja nicht, dass die Sahne oder der Eischnee wieder irgendwie einfallen oder zu flüssig werden oder sowas. Das einzige Problem, was man dabei hat, man hat schon die ganze Zeit Bock, das jetzt eigentlich schon zu essen. Weil es so geil riecht und auch schon so lecker aussieht. Aber ich sag's euch, die Geduld wird sich auf jeden Fall auszahlen, wenn ihr das Ding dann nachher aus dem Kühlschrank holt. So, das war alles. Kriegt schon so eine richtig schön leicht zähe Konsistenz. Jetzt nehmen wir uns als nächstes die Sahne, die auch so ein bisschen schrittweise drunter heben. Nicht alles auf einmal und nicht zu schnell rühren. Mal so löffelweise. Ihr werdet auch merken, diese Creme hat verschiedene Aggregatzustände. Und ab und zu kriegt ihr Schweißperlen auf der Stirn, weil ihr denkt, ah, jetzt ist das zu zähflüssig oder auf einmal wieder zu flüssig. Immer schön weiterrühren, bis ihr alles miteinander vermengt habt. Der Eischnee, das Eiweiß, auch hier ganz vorsichtig einrühren, unterheben, damit euch das Ganze nicht sofort zerfällt. Und jetzt seid ihr fertig. Jetzt müsst ihr nur noch warten, das Zeug jetzt abdecken mit ein bisschen Frischhaltefolie und für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Dann vorm Servieren nochmal rausholen und vielleicht nochmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten stehen lassen bei Zimmertemperatur. Und ich verspreche euch, das hier ist das geilste oder die geilste Mousse-au-Chocolat, die ihr jemals probiert habt. Das erste Dessert, Kochen mit Marco hier im D-Werk. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wie immer natürlich viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Und jetzt, ja, ich mach's einfach, komm. Und zwar, wenn dieser Kanal 100 Abonnenten hat, man muss sich ja erstmal kleine Ziele stecken, 100 Abonnenten, dann gibt es als Spezialdessert den Original-Pinocchio-Eisbecher. Also, abonniert fleißig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.